ASG Bildungsforum. Ja, vielen Dank. Nach dieser Laudatio kann ich eigentlich ja nur noch die Erwartungen, die geweckt worden sind, nicht erfüllen. Aber ich versuche es trotzdem. Ja, ich habe heute tatsächlich zwei Teile vorbereitet. Sie dürfen mich aber ruhig auch, wenn es zwischendurch brennt und Sie irgendwas jetzt direkt geklärt haben wollen, gern unterbrechen. Schalten Sie dann einfach Ihr Mikrofon ein und brüllen Sie dazwischen. Das macht mir nichts aus. Ich habe mich ja gut vorbereitet, von daher schmeißen Sie mich da nicht raus. Ja. Und ich habe versucht, heute ein bisschen über das Buch hinaus und manche Dinge ein bisschen zu ergänzen, weil ich zurzeit glücklicherweise eben oft über das Buch erzählen muss. Und damit mein Gehirn nicht einschläft, ja, muss ich ab und zu mal was Neues dazu nehmen, damit es also nicht für mich selber langweilig wird. Das wollen wir ja nicht. Und ja, ich fange an und teile meinen Bildschirm mit Ihnen und möchte Sie gleich bitten, auf den Anfang auch zu achten. Ja, wir werden im Laufe des Abends den Begriff Rape Culture ab und zu hören. Und das ist etwas, was durchaus umstritten ist, also ob wir tatsächlich in einer Vergewaltigungskultur leben. Ich habe, muss ich ehrlich sagen, ziemlich gestutzt, als ich den Begriff zum ersten Mal gehört habe und dachte mir, nee, wir leben doch nicht in einer Vergewaltigungskultur. Vergewaltigung ist verboten, ist geächtet. Nein, das stimmt nicht. Und in der Beschäftigung damit, mit der Thematik Sexualität, Macht und Religion und wie sie zusammenhängen, ist mir dann aber klar geworden, dass das nur eine polierte Oberfläche ist, die eben darunter so einen Abgrund verbirgt, der tatsächlich viel mit Rape Culture zu tun hat, also mit der kulturellen Integration und kulturellen Absegnung von Gewaltsexualität. Und der Bildausschnitt, den Sie sehen, der ist von Rubens und zeigt eben keine Vergewaltigung, ja, obwohl das Dargestellte eine ist. Und das ist genau das Problem. Wir haben in der Kunst und in unserer Kultur ganz häufig eine Herangehensweise an sexuelle Übergriffe oder an sexuelle Gewalt, die eben mit einem Schleier von Schönheit, von angeblichem Begehren, von Erotik hantiert und dann also eben damit den Gewaltaspekt minimiert. Wenn Sie jetzt also hier schauen, also da wird im Rubens'schen Sinn sehr ästhetischer Jüngling eben entführt von einem durchaus kräftigen Adler, der eben die Tiergestalt des Zeus ist. Und damit sind die drei Punkte Sexualität, Macht, Religion miteinander verbunden. Zeus ist sogleich eben die höchste Macht als religiöses Oberhaupt der Götter und damit eben auch der Repräsentant oder das Vorbild, das Urbild menschlicher Macht auf Erden. Und er raubt also den schönen Jüngling Ganymed und macht ihn zu seinem Mundschenk im Himmel. Das klingt harmlos, aber Mundschenke waren eben nicht nur zum Einschenken da, sondern eben auch dafür, ihrem Herrn in allen, und ich betone allen Belangen zur Verfügung zu stehen. Das ist hier übrigens also so putzig angedeutet, wenn Sie sich mal anschauen, wie dieser Köcher mit den Pfeilen drapiert ist. Ja, das ist nur eine Andeutung, aber es ist also eine sehr, ja, aussagekräftige Andeutung mit den Pfeilen, die vielleicht an Amor erinnern, und diesem etwas fallisch gestalteten Köcher wird also schon auf die Zukunft dieses Knaben hingewiesen. Das nur mal so als Eyecatcher. Und ich komme dann zu zwei
Zitaten, die ich relativ unkommentiert stehen lassen möchte. Das eine ist von Stacy Keach, oder es wird ihm zumindest zugeschrieben. Ich habe es halt im Internet gefunden, aber der Autor ist in dem Fall nicht so wichtig. All is about sex, except sex, that is about power. Und dann von Hans-Joachim Sander, dem katholischen Dogmatiker in Salzburg. Gott ist eine Macht, deshalb wird von ihm gesprochen. Ja, ich habe zunächst mal ein bisschen theoretisch was zu klären, nämlich wie also sozusagen mein Blick auf die Quellen, die eben biblische und außerbiblische Quellen sind, wie mein Blick auf diese Quellen zugespitzt ist. Da ist einmal eine Theorie, die ich in dem Buch ganz kurz erkläre. Die ist eigentlich relativ simpel und sie hat zwei Quellen. Ich deute die eine nur an, nämlich die eine ist Paulus. Und Paulus, der eben also davon spricht, dass sowohl die Getauften eben den Messias, in den Körper des Messias hineingeschlüpft sind und Christus angezogen haben, als auch die Kirche als Institution oder als Gruppe, als Kollektiv eben als Leib Christi bezeichnet. Und in der neueren Zeit gibt es eben den Historiker Kantorowicz. Das ist ein jüdischer deutscher Historiker, der in Deutschland eben nicht publizieren konnte, dann nach Amerika ausgewandert ist und in den 50er Jahren dann eben dieses tolle Buch über die zwei Körper des Königs veröffentlicht hat, in dem er eben den sterblichen und den unsterblichen Körper des Königs unterscheidet. Ich habe diese Theorie übernommen, habe sie aber ein bisschen weiterentwickelt, weil es geht mir nicht nur um Könige, sondern es geht mir um jeden Menschen. Und ich denke, dass jeder Mensch mindestens zwei Körper hat. Und ich unterscheide aber auch nicht jetzt sterblich und unsterblich. Das interessiert mich jetzt in dem Kontext weniger, sondern ich habe den persönlichen und den öffentlichen Körper prinzipiell unterschieden. Und das kommt auch im Buch dann oft so vor, also persönlicher und öffentlicher Körper. Allerdings, wenn man genau hinschaut, muss man die beiden Körper dann nochmal unterscheiden. Das sind allerdings jetzt keine zusätzlichen Körper im engeren Sinn, sondern das sind Aspekte jeweils. Das eine, bei persönlichem Körper denken wir oft tatsächlich an den Leib, also an das Physische, an das Biologische. Aber so wie der Leibbegriff ja mehr ist als das Physische, so ist eben auch mit dem persönlichen Körper eben eigentlich selten die physische Realität gemeint oder die biologische Realität gemeint. Es geht zum Beispiel eben nicht darum, dass wir jetzt also überwiegend aus Wasser bestehen, sondern worum es geht, ist dieses A2. Also das ist eben das eigentlich das Wichtigste in der ganzen Betrachtung, nämlich A2 ist die Selbstwahrnehmung von A1. Also die Selbstwahrnehmung, das Konzept, dass der Körper sich von sich selber bildet. Und das ist nicht identisch. Ja, Sie denken Sie mal dran, wann Sie das letzte Mal mit Ihrer Bauchspeicheldrüse kommuniziert haben. Tun Sie normalerweise nicht. Das ist kein Bestandteil Ihrer Selbstwahrnehmung, genauso wenig wie Ihr Gehirn, weil sich das nicht meldet. Die Bauchspeicheldrüse oder auch die Leber nehmen Sie nur dann als Teil Ihres Körpers wahr, wenn es Ihnen Probleme macht. Ansonsten ist es so selbstverständlich da, wie eben Arterien, die Sie nicht merken, und Zellprozesse, die Sie nicht merken und so weiter. Also die Selbstwahrnehmung von A1 ist nicht identisch mit A1, sondern ist eben ein Konzept, das der Körper sich von sich selber bildet. Und das Ich, auf das wir so stolz sind, nimmt eben den Körper nur in einer bestimmten Konzeption wahr, die eben sowohl weniger als auch viel mehr als das sein kann, was biologisch gegeben ist.
Und diese Selbstwahrnehmung, das ist auch etwas ganz wichtig, weil wir das für das Verständnis von Vergewaltigung brauchen. Diese Selbstwahrnehmung ist sehr stark auch gesteuert von außen oder beeinflusst zumindest von außen. Wir lernen sehr, sehr früh, eben weil wir als Menschen soziale Wesen sind, dass wir unseren Körper nicht einfach betrachten in einer völligen Individualität, sondern dass wir unseren Körper eben betrachten aufgrund von Kategorien und Maßstäben und Bewertungsmustern, die uns eben kulturell beigebracht werden. Also ob ich jetzt, wenn ich 1,70 groß bin und bin 95 Kilo schwer, ob ich mich da jetzt als dick oder eben als gewichtig, einflussreich und stark empfinde, das ist etwas, was eben nicht durch die biologische Realität vorgegeben ist, sondern was eben sehr stark von den kulturell geformten Körperbildern abhängt, die wir zur Wahrnehmung unseres eigenen Körpers eben auch benutzen. Soweit also zum persönlichen Körper. Der öffentliche Körper, da könnte man vielleicht auch Rolle sagen, weil, wie Sie sehen unten, ich habe das also dann aufgesplittet in Familien, Sozial, Religions, Kultur, Politik und viele mögliche andere Körper. Da könnte man theoretisch auch Rolle dazu machen. Ich habe aber trotzdem auf diesen Rollenbegriff verzichtet weitgehend. Und zwar, weil bei dem Rollenbegriff die Sexualität nicht mitgegeben ist. Beim Körperbegriff ist die eigentlich immer automatisch mitgedacht. Wir denken traditionell eben, Körper sind männlich oder weiblich oder irgendwas jenseits davon, aber sie sind nicht asexuell. Und das ist der große Vorteil von diesem Begriff öffentlicher Körper, dass wir da eben auf eine Wahrnehmung unserer sozialen und religiösen und kulturellen Interaktion gestoßen werden, die sofort eben die Sexualität, das Geschlechtliche mitdenkt und mit einbringt. Ja, und deswegen habe ich eben nicht, spreche ich nicht von Rolle, sondern von öffentlichem Körper. Und das ist eben auch bei der Interpretation von sexueller Gewalt eine ganz wichtige Geschichte, dass man eben auf beiden Ebenen eine Geschlechtskategorie hat. Das ist also die eine theoretische Säule, auf der ich stehe, die zweite beziehungsweise zweite und dritte. Das eine ist Foucault, der ist generell wichtig, aber in Bezug auf Sexualität natürlich auch. Foucault gibt in seiner Analyse zwei Maximen vor, also nicht nur diese beiden, aber die sind eben für mich jetzt besonders wichtig bei meiner Arbeit im Moment. Erstens, es gibt kein Außerhalb von Macht. Also Macht ist nicht etwas Böses, was in einem bestimmten Bereich unserer Wirklichkeit wirkt. Und dann kann man sich dem entziehen und dann eben eine Freiheit außerhalb von Macht oder Mächten konstruieren. Da würde Foucault sagen, das geht überhaupt nicht, weil es eben wie bei der Schwerkraft ist. Es gibt kein Außerhalb der Schwerkraft. Das Einzige, was Sie machen können, ist eben, wenn Sie frei sein wollen, müssen Sie einen Gegenpol aufbauen, der eben auch Schwerkraft entwickelt, und dann haben Sie das Gefühl von Schwerelosigkeit, die aber eben durch das Gegenspiel von unterschiedlichen Gravitationsmächten entsteht. Und so denkt sich Foucault auch ganz grob gesprochen Freiheit. Freiheit entsteht also nicht dadurch, dass etwas außerhalb von Macht ist, sondern dass Gegenmächte, Gegenpole organisiert werden. Ja, als kleines historisches Beispiel, im Mittelalter konnten sie dadurch eine gewisse Freiheit in ihrem Handeln genießen, dass sie eben zwischen die beiden Pole, die beiden Machtpole von Kaiser und Papst positioniert haben. Das ist jetzt nicht interessant für Bauern, ja, aber für Menschen im Mittelalter, die politisch tätig sind, ist das eine wichtige Geschichte, sich nicht einseitig auf die Seite des Papstes und nicht einseitig auf die Seite des Kaisers zu schlagen, weil es dann eben keine Freiheit mehr gibt. Und weil es kein Außerhalb von Macht gibt, ist Macht auch zunächst mal moralisch neutral. Und die Frage, wie Macht jeweils zu bewerten ist, ethisch zu bewerten ist,
ist also mit dem Machtbegriff noch nicht gegeben, sondern da muss man sozusagen zusätzliche Kategorien einspeisen. Wie eben zum Beispiel, wozu führt Macht? Was bewirkt sie? Bewirkt sie ein Mehr an Menschlichkeit? Bewirkt sie ein Mehr an Freiheit? Oder bewirkt sie eben Erniedrigung, Tötung, Verletzung und so weiter? Und weil es kein Außerhalb von Macht gibt, ist Sexualität natürlich auch unter dem Aspekt von Macht zu begreifen. Und Sexualität ist eben auch ein Machtspiel. Das gilt eben für alle unsere Beziehungen, auch für die Eltern-Kind-Beziehungen, auch für die Paarbeziehungen und so weiter. Und Sexualität ist da eben auch keine Ausnahme. Der zweite wichtige Punkt ist Fourier, der eben, also so empfinde ich es zumindest, auf den Schultern von Simone de Beauvoir steht. Er definiert männliche Herrschaft als umfassendes Kultursystem, das sich selbst zur Natur erklärt. Und das ist etwas ganz wichtig, weil wir ja auch in der Kirche im Moment darüber diskutieren, was ist natürlich und welche Rolle spielt das Naturrecht. Bourdieu würde sagen, das entscheidet ihr, ja, weil ihr entscheidet, was Natur ist. Männliche Herrschaft als umfassendes Kultursystem, das heißt auch, dass es eben nicht darum geht, es gibt einen bösen Plan von ein paar bestimmten Männern und die haben beschlossen, eben sich andere Männer und die Frauen zu unterwerfen. Das ist zu kurz gegriffen, sondern männliche Herrschaft ist ein umfassendes Kultursystem. Das heißt, Männer und Frauen sind in diesem Kultursystem in gleicher Weise involviert, wenn sie auch an unterschiedlichen Stellen in diesem System platziert werden. Und dieses Kultursystem sagt eben nicht, wir setzen das jetzt als kulturelles Sinnsystem, nachdem wir leben, denken und handeln, sondern dieses Natursystem erklärt sich selbst zur Natur. Also es ist von Natur aus so, dass Männer die Frauen beherrschen. Es ist von Natur aus so, dass das Männliche stark und herrschend ist. Es ist von Natur aus so, dass das Weibliche schwach ist und regiert werden muss. Das können Sie bei Platon so lesen in seiner Philosophie. Das ist aber auch eben in einer unausgesprochenen Art und Weise in allen Kulturen da, die eben diesem System der männlichen Herrschaft folgen. Männliche Herrschaft ist also nicht einfach nur die Herrschaft des Mannes, sondern Herrschaft ist eben als etwas Männliches definiert. Macht ist männlich, auch wenn sie grammatikalisch jetzt im Deutschen weiblich ist. Aber im kulturellen, symbolischen System ist sie eindeutig männlich. Und Männlichkeit wird auch durch Herrschaft, durch Macht, durch Vorherrschaft, durch Unterwerfungsfähigkeit, durch Kampfbereitschaft, durch Dominanz definiert. Und Weiblichkeit ist dann jeweils das Gegenteil davon. Und zeichnet sich eben dadurch aus, dass es um Gefühle geht, dass es darum geht, schwach zu sein, dass es darum geht, die Notwendigkeit beherrscht zu werden, um geschützt zu werden und so weiter und so fort. Ja, wichtig ist, dass das jetzt nicht einfach eine Definition von Männern und Frauen ist, sondern das ist eine Definition von Männlichkeit und Weiblichkeit. Denn es ist ja durchaus so, dass immer wieder auch in der Geschichte Frauen Herrschaftsfunktionen ausüben. Die Frage ist, wie weiblich sie dann sind, wenn sie das tun in diesem Symbolsystem. Ja, ich habe Ihnen ein Extrembeispiel mitgebracht. Also wenn Macht männlich ist, dann müssen mächtige Frauen natürlich auch männlich sein. Das Beispiel Hatschepsut, also dieser Königin aus dem 15. Jahrhundert vor Christus, wobei Königin ist ein falscher Begriff, denn sie ist ja König, mit einer männlichen Rollenbeschreibung, weil Königinnen sind viele, der König hat einen Harem, deswegen gibt es keine Königin wie im englischen System, aber die Königinnen regieren nicht. Regieren kann eigentlich nur der König. Und deswegen ist Hatschepsut, als sie eben als Frau die Herrschaft antritt, eben entschlossen,
als Mann aufzutreten. Wobei dieses Auftreten, man muss da sehr vorsichtig sein. Was wir haben, sind ausschließlich Kunstwerke, Dokumente in einem offiziellen politisch-religiösen Bereich. Wir wissen also nicht, wie die Frau privat rumgelaufen ist. Wir wissen nicht, wie sie sich bei öffentlichen Anlässen gezeigt hat und so weiter. Also das sind alles Dinge, die sind völlig offen. Was wir haben, sind ihre offiziellen Dokumente und auf diesen offiziellen Dokumenten wird sie so stringent als Mann dargestellt, dass sie sich von ihrem angeblichen Mitregenten Thutmosis III., mit dem sie hier auf diesem Relief gleichzeitig abgebildet ist, also links vorne ist Hatschepsut und rechts hinten ist Thutmosis III. Die beiden Figuren sind völlig gleich gezeichnet. Warum? Weil es sich in beiden Fällen nicht um Porträts handelt, sondern um quasi Schreibungen, Bildschreibungen von der König. Ja, der König schaut eben so aus in Ägypten. Und so wird er dargestellt. Und wenn er eine Frau ist, dann ändert sich dadurch die Darstellung nicht, weil König ist König. Ja. Und nur in der Titulatur, die hier leider ausgekratzt ist, haben sie eben die entsprechenden Verweiblichungen. Also sie bezeichnet sich dann eben als Tochter des Re und nicht als Sohn des Re, als starke Wildkuh und nicht als starker Stier und so weiter. Also sie versucht in der Titulatur ihr persönliches Geschlecht einzubringen. Aber ihr öffentlicher Körper ist eindeutig männlich in den Darstellungen. Und diese konsequente Vermännlichung, ja, die bezieht sich eben, wie gesagt, auf den öffentlichen Körper. Der öffentliche Körper, der königliche Körper in dem Fall, der ist eben ein politisch, ein religiöser Körper, der in dieser Hinsicht eben durch und durch männlich ist. Selbst bei den wenigen Nacktdarstellungen des Königs, die wir haben, ist ein männliches Glied abgebildet, weil eben der König ein Mann ist, qua Königin. Ja. Es ist völlig müßig, darüber zu spekulieren, wie diese Frau das empfunden hat. Wir wissen es nicht, wie diese Frau persönlich sich gekleidet hat, wie sie ihren Körper gestylt hat. Wir wissen es nicht. Ich vermute, das ist aber eine reine Vermutung, dass aufgrund dieser strikten Trennung von öffentlichem Körper und persönlichem Körper Hatschepsut, wenn sie privat war, ganz normal wie ägyptische vornehme Damen eben sich gekleidet und geschminkt hat. Der Bart ist übrigens kein Problem, weil der auch bei den männlichen Königen angebunden ist. Das ist ein Zeremonialbart, den hat man sich nicht wachsen lassen. Ja? Und von daher entsteht ein solches Problem einfach nicht. Das Vorbild für diese Trennung von öffentlichem und privatem Körper könnte übrigens die Trennung zwischen Menschheit und Gottheit im König sein. Denn die Göttlichkeit des Königs ist ja eine rein amtliche. Das heißt also, wenn ein Thronprinz noch darauf wartet, dass sein Vater stirbt und er die Herrschaft übernimmt, dann ist er eben noch nicht Sohn Gottes, sondern Sohn seines menschlichen Vaters. Aber in dem Moment, wo er eben gekrönt wird und den Thron besteigt, ist er von Amun-Re gezeugt und ist von Ewigkeit her Sohn Gottes. Und wenn er stirbt, muss er eben sich darum bemühen, sein Königtum zu verewigen, damit er auch im Jenseits Sohn Gottes ist, zur Familie der Götter gehört und eben auf diese Weise ewig lebt. Aber Gott ist der König eben nur als König, in der Rolle des Königs, im Körper des Königs lebt er ewig, ist er ein Gott, nicht als Privatmensch, der krank werden kann, den man umbringen kann, ja, den kann man vergiften und so weiter. Das wissen die Ägypter auch. Und es spricht nicht dagegen, dass ihr König eine Gottheit ist, weil sich das eben hier um ein amtliches Königtum handelt. Und damit, glaube ich, ist diese Trennung, die Hatschepsut dann realisiert zwischen dem persönlichen und dem öffentlichen Körper, eigentlich nur eine Übertragung dieser Unterscheidung Gott-Mensch
auf das Geschlechtliche. Ja, also sie bringt in die Tradition des Königtums eigentlich nur eine zusätzliche Differenz ein. Stellen Sie sich vor, also ein König hätte drei Augen gehabt und zwei statt zwei Ohren drei. Sie würden keine Darstellung finden, die ihn so zeigt. Denn die Norm des Königtums bezieht sich eben immer auf ein bestimmtes Ideal menschlich-männlicher normativer Körperlichkeit und ist keinerlei Abbildung, selbst wenn es bestimmte Moden gibt. Und deswegen hat Hatschepsut, glaube ich, da einen relativ einfachen Schritt zu gehen, jetzt in diese Trennung von Person und öffentlichen Körper eben auch noch eine Geschlechtsdifferenz reinzubringen. Ja, die Frage, ob es sich um einen Lichtblick handelt, wenn in Galater 3, 26 bis 29 Paulus auch getaufte Frauen als Söhne Gottes anspricht. Das Bild rechts ist natürlich ein bisschen gemein. Es handelt sich dabei also um eine der wichtigsten deutschen Unternehmerinnen, die Frau Schäffler, die Haupteigentümerin von Schäffler AG, Continental und so weiter. Jetzt schwer krank, aber solange sie also eben an den Versammlungen, Aktionärsversammlungen teilnehmen konnte, ist sie in der Regel in männlichem Outfit aufgetreten. Und das nur so als spaßige, als Streiflicht sozusagen, damit sie sehen, dass diese Thematik eben nicht eine Thematik von gestern ist, sondern eine, die sich bis heute durchzieht. Sie können sich ja mal auch überlegen, wie weiblich gestylt Angela Merkel aufgetreten ist und in welchen Kontexten sie dann also sich getraut hat, ein Kleid anzuziehen. Paulus, um das also ganz schnell zu machen, denn es geht mir jetzt hier nicht um eine genaue Exegese des Textes, sondern nur darum, den in diese Reihe von Vermännlichung von Frauen qua Macht einzuordnen. Paulus arbeitet innerhalb dieses Kultursystems männlicher Dominanz, ja, und hat jetzt also das Problem, dass er überzeugt ist, auch schon seine Tradition, also die vorpaulinische Tradition aus Antiochia, ist überzeugt, alle, die getauft sind, sind gleichwertig, gleichwürdig, gleichberechtigt, sind nämlich in Christus. Und damit sind eben alle, die in Christus sind, Söhne Gottes. Warum macht er das so? Weil er eben überzeugt ist, dass wenn er die Frauen zu Töchtern Gottes erklären würde, in seiner Kultur damit nichts Positives ausgesagt würde, denn Töchter sind nicht erbberechtigt, Töchter sind auch ihren Brüdern untergeordnet. Etwas, was sie bei den Ehrenmorden bis heute feststellen können, dass es also in der Regel nicht der tatrische Vater ist, der sich aufmacht, Säure über seine Tochter zu gießen, sondern das machen stellvertretend die Brüder der betroffenen Frau. Die Söhne stehen also prinzipiell immer über den Töchtern. Das heißt, wären in einem solchen Kontext die Christinnen Töchter Gottes, wären sie in der Gemeinde eben ihren Brüdern untergeordnet. Wenn sie gleichgeordnet sein wollen, dann müssen sie sozusagen auch Söhne Gottes sein. Das ist kein Problem, denn sie haben ja Christus angezogen. Das heißt, ihr Leib, ihr religiöser Leib ist jetzt ein Christusleib und damit männlich und ein Sohn Gottesleib, ein Messiasleib. Und die Folgen auf der Gemeindeebene sind dann eben, dass Paulus sagt, nicht ist männlich und weiblich, die anderen Oppositionen brauchen wir jetzt hier mal nicht, nicht ist männlich und weiblich. Das heißt also, wenn alle männlich sind, würden wir sagen, na ja, alles ist männlich. Aber Paulus meint jetzt nicht Gemeindemitglieder, sondern er meint die Funktionen in der Gemeinde. Ja, also sie können ja auch Funktionen eben dem männlich-weiblichen Schema zuordnen. Also wenn eine Funktion eher angesehen, ehrenvoll und dominant ist, dann ist sie männlich. Wenn sie untergeordnet, dienend und schambesetzt oder unehrenhaft ist, dann ist sie weiblich. Ja, also abspülen oder Füße waschen wäre sozusagen weiblich.
Und die Gemeinde leiten, Apostel sein und so weiter, wäre männlich. Paulus sagt aber nicht, ist männlich und weiblich, weil wenn alle auf der religiösen Ebene Männer sind, dann können eben alle alles tun. Und bei Paulus gibt es bekanntlich nur ein Kriterium für die Ausübung einer Funktion, nämlich die, ob man vom Geist dazu begabt ist. Ja, das endet schon gegen Ende des ersten Jahrhunderts, Anfang des zweiten Jahrhunderts ist das Spiel schon vorbei. Das Grundproblem, das ich bei Paulus sehe, ja, das ist auf der Handlungsebene tatsächlich eine Revolution. Auf der Handlungsebene muss man sich tatsächlich, also im Sinne des Paulus und dieser gesamten Strömung, das ist ja nicht nur Paulus, also das Glaubensbekenntnis oder Taufbekenntnis, das Paulus hier zitiert in 27 und 28, das ist ja vorpaulinisch. Und die römische Gemeinde kennt zur gleichen Zeit Gemeindeleiterinnen. Das heißt, also das ist ein breiter Strom von so einer, ja, ich sage ich mal, Non-Gender-Ekklesiologie, der sich durch das Christentum wälzt. Das ist also nicht nur Paulus, sondern das ist eine breite Bewegung. Auch in den außerpaulinischen Gemeinden ist es so. Aber es ist eben etwas, was sozusagen sich eine kleine Gruppe leisten kann, die sich als Alternative zur Gesellschaft entwirft. Und in dem Moment, wo die Bewegung größer wird, werden auch die Einflüsse der Leitkultur, sage ich also jetzt. Also der Gesellschaft. Ja, der politischen Gesellschaft auch. Und auch der Mainstream-Kultur, die werden wieder stärker und deswegen fängt man dann also eben schon eben gegen Ende des ersten Jahrhunderts wieder an, die Ämter nach diesem männlichen Schema zu denken. Ja, also Pastoralbriefe zum Beispiel, da haben sie schon erste Elemente davon drin und auch einige Hinzufügungen zu den Paulusbriefen deuten in diese Richtung, dass es schon Ende des ersten Jahrhunderts losgeht, das wieder einzufangen. Und warum man eben das so etwas ganz einfach rückgängig machen kann, liegt darin, dass dieses Modell von Paulus und dieser Non-Gender-Bewegung eben eines nicht bewirkt, nämlich eine Neubewertung des Weiblichen. Ja? Also ja. Frauen sind eben deswegen in der Gemeinde gleichberechtigt, weil sie auf der religiösen Ebene Männer sind. Also sie haben einen religiösen Leib, der männlich ist. Und deswegen sind sie in der Gemeinde gleichberechtigt. Und damit bleibt es letztlich bei diesem kulturellen Axiom, das Männliche ist gut, das Weibliche ist weniger gut oder sogar schlecht. Ja, das wird nicht aufgehoben und deswegen ist es so ein zartes Pflänzlein, das eben keinem Wintersturm standhält. Trotzdem will ich das nicht kleinreden. Das ist eine Revolution auf der praktischen Ebene, die also zu Freiheitserfahrungen von ganz vielen Frauen geführt hat. Ja, und warum die sich das haben nehmen lassen, ist eine offene Frage, die kann ich auch nicht beantworten, weil ich einfach nicht dabei war. Ja, aber wir machen weiter, wenn Sie einverstanden sind. Und zwar bei dem zweiten Teil geht es jetzt also ein bisschen mehr um die aktuelle Diskussion von sexueller Gewalt und sexualisierter Gewalt. Mir scheint der Sprachgebrauch oft ziemlich schwammig zu sein. Ich habe mich jetzt auch nochmal bei ein paar Definitionswerken umschaut. Wenn Sie zum Beispiel bei Wikipedia mal reinschauen, da werden Sie merken, wie die Begriffe sexuelle Gewalt und sexualisierte Gewalt durcheinander gehen. Und man hat auch in den Medien oft den Eindruck, also es wird sexualisierte Gewalt gesagt, weil man damit ausdrücken muss, will, ja, es ist vielleicht jetzt nicht zum Geschlechtsverkehr gekommen, also sozusagen im Sinne einer Abschwächung. Das ist aber meiner Meinung nach Quatsch und deswegen versuche ich ein bisschen Definitionsarbeit, um zu erklären, wie ich gerne diese Begriffe verwenden würde.
Bei sexueller Gewalt liegt bei mir der Akzent auf dem sexuellen Aspekt. Das heißt, es handelt sich um Gewaltsexualität, um eine erzwungene, vom Opfer nicht gewollte sexuelle Erfahrung. Dabei kann Gewalt körperliche Gewalt sein und kann eben aber auch psychische Gewalt sein. Eben, wenn Sie an eine Szene denken, also eine geliebte Person des Opfers wird mit dem Tode bedroht, und für den Fall, dass also das Opfer sich dem Zugriff entziehen will, dann haben Sie also keine physische Gewalt auf das Opfer, sondern Sie haben also psychologische Gewalt, Erpressung und so weiter. Ja, also dieser Gewaltbegriff, der geht von der physischen Gewalt bis hin also eben zu Abhängigkeitsverhältnissen und so weiter und so fort. Also wichtig ist immer, dass die sexuelle Erfahrung vom Opfer nicht gewollt ist und dass eben das Opfer unter Zwang steht. Das ist wichtig, ja? Sonst ist es ja auch kein Opfer. Das mit sexueller Erfahrung meine ich also jetzt auch nicht die Penetration, wobei Penetration ja auch schon eben vielfältig ist. Denken Sie dran, es gibt also eben die vaginale, die anale und die orale Penetration. Und sexuelle Erfahrung geht einfach nochmal weiter, nämlich also es geht auch hier um Berührungen, um Küsse und so weiter, also um den Austausch oder die, ja nicht Austausch, sondern um das Aufdrängen eben von Sexualität in Bezug auf das Opfer. Also eine sehr breite, aber wie gesagt, auf dem Aspekt von Sexualität. Es ist Gewaltsexualität. Vielleicht ist das auch der bessere Begriff, oder Zwangssexualität. Ja? Bei sexualisierter Gewalt, wenn man den Begriff sexualisieren ernst nimmt, dann liegt der Akzent auf dem Gewaltaspekt. Also erst ist die Gewalt da. Und die wird dann sozusagen sekundär sexualisiert. Also es kommt ein sexueller Aspekt rein. Und das scheint mir von der Wortbedeutung von sexualisiert genau treffend. Also es handelt sich um die sexuelle Konnotation von Gewalt. Und dabei müssen eben keine sexuellen Handlungen im engeren Sinn vorgenommen werden, sondern es geht eher um die symbolische Aufladung von Gewaltakten. Also zum Beispiel durchbohren mit Schwert oder Messer. Ja, wenn Sie den lateinischen Begriff penetrieren übersetzen, dann ist es durchbohren. Ja, in vielen Kulturen, vielleicht in allen, ich weiß es nicht, aber in vielen Kulturen, die ich kenne, steht eben das Schwert, das Messer, die Lanze steht für den männlichen Phallus und damit wird Gewalt sexualisiert. Sie bekommt eine sexuelle Bedeutung und zwar auch ohne, dass sie das Schwert irgendwo hinstoßen, in einen Körperbereich stoßen, der normalerweise sexuell penetriert wird. Ja, also auch wenn sie jemanden einfach das Schwert in den Bauch rammen, kann das eben ein Akt von sexualisierter Gewalt sein, wenn in einer Kultur eben mit diesen typisch männlichen Waffen ein sexuelle Symbolik verbunden ist. Das Gleiche gilt auch für die Kreuzigung, die eben nach damaligem Verständnis einen sexuellen Aspekt hatte. Viele Autoren denken daran, dass Jesus eben bei diesen Folterungen, die üblicherweise im Vorfeld der Kreuzigung vollzogen wurden, auch sexuell missbraucht wurde. Das ist gut möglich, das ist aber nicht mehr als eine historische Wahrscheinlichkeit. Belege dafür haben wir nicht. Also das wäre meine Kritik an Trainer und Tooms, die eben sehr stark, weil sie Jesus als Urbild des sexuellen Missbrauchsopfers gewinnen wollen, eben auf diese historische Möglichkeit zurückgreifen. Ich würde sagen, das ist eine historische Wahrscheinlichkeit, aber es ist eben nichts, was man irgendwie belegen kann.
Und das ist auch gar nicht notwendig, weil die Kreuzigung an sich als Verweiblichung verstanden wurde, die eben also auch mit dem Aspekt erzwungener Nacktheit, Demütigung, Machtlosigkeit einherging und eine Art des Sterbens ist, die es eben völlig die männliche Ehre raubt. Dass es sich hierbei eben also um eine sexualisierte Form von Gewalt handelt, kann man eben an vielen Dokumenten der Antike ganz gut sehen. Ja, sexualisiert muss also auch nicht heißen unbedingt, dass da jemand erregt ist. Ja, das kann sein, muss aber nicht. Sexualisiert kann auch einfach nur, was heißt nur, kann auch einfach bedeuten, dass eben in einem Gendersystem, in einem symbolischen Gendersystem eben zugewiesen wird, was männlich, was weiblich ist. Nicht? Und wenn also ein Mann gekreuzigt wird und wird dabei entmännlicht, verweiblicht, ja, es gibt ja nichts dazwischen in der Antike, ja. Das heißt also, Entmännlichung heißt Verweiblichung. Dann ist es klar, dass die Kreuzigung einen ganz massiv sexuellen Aspekt hat. Ja, also sexuell nicht im Sinne von Sexualakt, aber im Sinne von sexualisierter Gewalt. Und das Gleiche ist, wenn Sie jemanden demütigen, oder eben, wenn sie jemandem erzwungene Nacktheit aufzwingen. Also es gibt ganz viele Formen von Gewalt, auch im Folterkontext, die nicht direkt sexuell sind, aber wo Gewalt sexualisiert wird, wo Gewalt einen sexuellen Aspekt bekommt und damit eben zusätzlich brutalisiert wird. Also das wäre so mein Versuch, ein bisschen Klarheit in die Debatte zu bringen. Wahrscheinlich aussichtslos, denn bei modernen Diskursen ist es meistens so, dass der öffentliche Diskurs eben eigentlich vielleicht sogar davon lebt, dass man eben Begriffe ungenau verwendet und sie durcheinander wirft und so ein Mischmasch erzeugt. Das ist wahrscheinlich die Voraussetzung dafür, dass alle mitmachen können. Ja. Aber um der denkerischen Klarheit willen, ist es mir wichtig, dass wir uns wenigstens mal kurz innehalten und fragen, also, was ist eigentlich der Unterschied zwischen sexueller Gewalt und sexualisierter Gewalt? Ja, wenn Macht männlich ist, ist Vergewaltigung das Sakrament männlicher Herrschaft. Rape Culture. Also ich habe auf die Darstellung am Anfang ja schon hingewiesen. Ich bringe Ihnen jetzt noch mal eine aus der El-Bahari, aus dem Ewigkeitstempel von Hatschepsut. Die ist jetzt nicht direkt aus dem Tempel, sondern aus dem Umfeld. Es handelt sich um eine Felsritzung, also um ein Graffito. Ja. Und es gibt mehrere solcher Graffiti, die Hatschepsut beim Sexualakt darstellen. Hier ist es also eben, die Hatschepsut ist gekennzeichnet, sehen Sie meine Maus oder meine Zeiger, hier durch das königliche Kopftuch Nemes. Sie ist nach vorne aufgestützt, ja, also der Schambereich ist weiblich konnotiert und der Mann, der sie von hinten nimmt, ist eben durch eine Lederkappe gekennzeichnet und diese Lederkappe steht normalerweise für einfache, nicht königliche Männer. Also ein einfacher Mann hat Sex mit dem König, der behauptet eben ein König zu sein. In Wirklichkeit ist er nur eine Frau. Das wird ganz häufig als Vergewaltigungsszene dargestellt. Ich bin da ein bisschen skeptisch, weil die Zeichnung einfach zu grob, zu ungenau ist, um solche Sachen überhaupt sagen zu können. Und das Interessante ist, es ist eigentlich auch gar nicht wichtig, weil bei einem solchen, bei solchen Veröffentlichung des persönlichen Körpers des Königs, also der königliche Körper ist öffentlich männlich, aber der persönliche Körper der Herrscherin ist weiblich. Hier wird der öffentliche Körper im Kontrast
der persönliche Körper in Kontrast mit ihrem öffentlichen Körper eben öffentlich gemacht und wird als weiblich enthüllt und damit eben auch die Machtfrage geklärt. Also selbst ein einfacher Mann kann im Geschlechtsverkehr diese Frau unterwerfen, weil sie eben nur eine Frau ist. Nicht? Und damit natürlich auch klar ist, eigentlich ist ihre Regierung ein Witz. Zurück zur Definition oder zur Frage, warum Vergewaltigung sich lohnt. Unsere klassische Antwort wäre ja, Vergewaltigung lohnt sich, weil eben der Vergewaltiger einen Lustgewinn davon trägt. Das ist inzwischen durch Untersuchungen ziemlich in Frage gestellt. Das kann natürlich sein, ja, dass das ein Begleitaspekt ist, sexuelle Befriedigung. Aber interessanter sind andere Aspekte, nämlich der Aspekt der Macht. Durch die Vergewaltigung wird also körperlich ausagiert, die eine bestimmte gesellschaftliche Struktur, nämlich das Männliche dominiert das Weibliche. Das wird in der Vergewaltigung, also in Gewaltsexualität, direkt ausagiert und eine kulturelle Struktur wird direkt mit dem Körper verbunden, mit dem persönlichen Körper verbunden. Und damit ist die klassische Definition eines Sakraments erfüllt, jetzt nicht im kirchlichen Sinn, aber im allgemeinen zeichentheoretischen Sinn. Sakramente sind wirksame Zeichen, in denen eine Idee, also eine symbolische Ordnung eben verleiblicht wird, verkörperlicht wird. Und das trifft dann eben auf die Vergewaltigung in ganz besonderem Maße zu, weil sie hat mit dem Körper zu tun und sie verbindet den öffentlichen mit dem persönlichen Körper und sie macht beide Körper eben, definiert beide Körper als penetriert, weiblich, machtlos. Das heißt, bei einer Vergewaltigung wird eben nicht einfach nur der physische Körper penetriert, sondern es wird gleichzeitig natürlich der persönliche Körper A2. Sie erinnern sich, also die Wahrnehmung des eigenen Körpers wird verändert und es wird damit eben auch der öffentliche Körper verändert, weil der sozusagen damit eingebunden wird. Und wenn Sie zum Beispiel fragen, warum männliche Missbrauchsopfer sich so schwer tun, eine Anzeige zu erstatten, oft erst sehr viel später und erst nach vielen psychischen Krisen es publik machen, dass sie missbraucht wurden, dann hängt es genau damit zusammen, mit dieser Verbindung von öffentlichem und persönlichem Körper. Ja, der Mann, der penetriert worden ist, gegen seinen Willen vor allen Dingen, der ist eben verweiblicht, der ist als machtlos definiert und der tut sich dann eben auf der Basis eines normalen gesellschaftlichen Männerbilds schwer in der Öffentlichkeit, also bei der Polizei, vor Gericht oder vor den Medien zu sagen, sorry, bin missbraucht worden. Das ist bei Frauen auch nicht leicht, ja. Aber bei Männern ist der Prozentsatz von Opfern, die sich melden, noch mal geringer. Und der zeitliche Abstand zwischen dem Vorfall und dem zwischen dem Ereignis und dem Öffentlichmachen ist noch länger normalerweise. Okay, jetzt habe ich Männer schon angesprochen. Also ich bringe Ihnen jetzt noch ein Bild, das eben auch zeigt, dass tatsächlich also nicht nur Frauen von Vergewaltigung betroffen sind, sondern auch Männer. Man schätzt ungefähr, jeder siebte Mann hat im Laufe seines Lebens die Erfahrung von sexueller Gewalt. Hier haben Sie also ein Prunkstück des Museums für Kunst und Gewerbe in Hamburg, die sogenannte Eurymedon-Kanne, die eben die angedrohte, bevorstehende Vergewaltigung eines persischen Soldaten nach dem Sieg der Griechen bei Eurymedon darstellt. Dieser griechische Soldat wird als einfacher Soldat dargestellt. Also selbst ein einfacher Soldat, nicht ein Feldherr, sondern ein einfacher Soldat, ja, ist Herr, auch sexuell Herr, über die persische Armee in Gestalt dieses persischen Flüchtenden.
Und der Text dazu ist also sehr eindeutig. Ich bin Eurymedon, also der Vergewaltiger trägt den Namen des Ortes, wo die Schlacht, die siegreiche Schlacht, stattfand. Ich bin Eurymedon, du stehst gebückt. Das heißt, also es wird auch dem anderen unterstellt, dass er eben nicht nur zwangsverweiblicht wird, sondern dass er eben auch die Vergewaltigung ersehnt, ja, mit diesem herausgestreckten Po. Du stehst gebückt, du bist also schon bereit zur Vergewaltigung. Und das ist sozusagen die maximale Demütigung, also den anderen nicht nur zu vergewaltigen, sondern ihm auch noch zu unterstellen, dass er das gewollt hat und dass er das genossen hat. Sie kennen dieses Blaming the Victim-Spiel, denke ich, auch aus der allgemeinen Diskussion um sexuelle Gewalt. Also die hat es doch nicht anders gewollt, ja. Im Fränkischen sagt man das so, die hat es doch nicht anders gewollt, warum geht die Nacht zum Arns in einem Katzenröckler auf die Straße? Ja, also als ob die Kleidung oder diese oder Verhaltensweisen irgendwas rechtfertigen, als Einladung zu verstehen sind und so weiter. Also das ist ein Schema, das sehr, sehr alt ist und das hier eben zur Demütigung der Griechen benutzt wird, der griechischen Gegner benutzt wird. Also Vergewaltigung im Krieg bezieht sich in der Moderne sehr stark auf Frauen und Kinder, hat aber traditionell immer auch Männer betroffen. Und zwar ganz einfach deswegen, weil in antiken Kulturen das Geschlecht des Opfers keine Rolle spielt. Das ist seit der Erfindung von Homosexualität als sexuelle Orientierung im 19. Jahrhundert ein bisschen anders, ja. Da will auch der Täter sich nicht verweiblichen, indem er das falsche Objekt wählt. Aber in der Antike geht es nur um die Geschlechtsrolle. Wenn ich penetriere, bin ich Mann, egal was oder wen ich penetriere. Ob das ein Tier ist, ein Kind, ein Mann oder eine Frau, ist völlig wurscht. Hauptsache, ich penetriere, dann bin ich Mann. Das ist etwas, was Sie also bei der sogenannten Gefängnishomosexualität, glaube ich, immer noch finden, wo eben durch die Hierarchie der Penetration auch eine Hierarchie unter Gefangenen etabliert wird. Und hier nochmal ein Beispiel von sexualisierter Gewalt. Also hier haben Sie eine Darstellung von 1890, die in vieler Weise revolutionär ist. Also damals hat natürlich vor allen Dingen die Nacktheit Christi Aufsehen erregt, auch die Tatsache, dass der Johannes eben das Gesicht von Beethoven trägt und dass Maria im Stil des 19. Jahrhunderts gekleidet ist, dass Maria Magdalena rothaarig ist, hat weniger gestört. Aber hier, dass also eben als religiöser Repräsentant ein katholischer Bischof oder sogar Kardinal rumsteht, ist natürlich schlimm. Ja, aber für Neutestamentler ist eben die Darstellung sensationell, weil sie vor allen Dingen eben einmal zeigt, Kreuze müssen also nicht beliebig hoch sein. Es reicht also, wenn die relativ kurz sind, um die Leute umzubringen. Auch diese Sitzbalken sind bekannt, die verlängern den Sterbeprozess auf Tage. Auch die Nacktheit bei der Kreuzigung ist also eben historisches Faktum, auch wenn es in den Darstellungen nicht mehr zum Tragen kommt, aus Keuschheitsgründen. Aber hier haben Sie eine klassische sexualisierte Gewalt, also durch bestimmte Anmutungen, also zum Beispiel, wenn Sie hier gucken, ja, dann sieht dieser Sitzbalken fast so aus, als wenn der penetriert wird. Was jetzt, hier sieht man, dass es keine Penetration im direkten Sinn ist, ja. Aber die Symbolik geht in diese Richtung, ja. Auch die erzwungene Nacktheit ist ein Problem. Und dann hat also der Künstler die ganze Szene dadurch auch noch sexuell aufgeladen, dass er hier hinten also so eine, uneindeutige oder zweideutige Szenerie von zwei nackten Männern angedeutet hat. Also das ist ganz klassisch, was die Definition von sexualisierter Gewalt erfüllen würde. Wir sehen keine Penetration, wir sehen nicht mal eine Berührung, wie gesagt, jetzt mal von da hinten abgesehen, aber die Kreuzigung selber nicht, ja.
Aber es ist eine Durchbohrung schon passiert. Und es ist also jetzt nicht nur auf dem Bild, sondern auch in der historischen Wirklichkeit eine Todesstrafe, die eindeutig eben eine sexuelle Konnotation hat und von daher die Definition von sexualisierter Gewalt. Ich gehe auf den Vorsatz von Herrn Dr. Henkel ein. Professor Kügler, diese Aussagen mit der geschlechterneutralen Kirche, das wird ja immer behauptet in der jetzigen Amtskirche, in der deutschen Amtskirche, wahrscheinlich auch weltweit. Ja, Jesus hat ja nur Männer berufen, Jesus wollte das. Also das ist ja auch, glaube ich, auch ein ziemliches Missverständnis, weil Jesus hat ja so viel anderes auch noch gesagt. Ne? Und das wird immer darauf festgemacht, ja, es gab ja nur männliche Jünger, also diese 12, ne, von denen immer gesprochen wird. Mittlerweile glaube ich, dass man auch weiterdenken darf, dass es vielleicht auch mehr Jünger gegeben hat, auch Jüngerinnen. Und meine Frage ist, diese geschlechterneutrale Kirche, von wegen, dass auch Frauen und Männer, also dass nicht nach Mann und Frau getrennt wird, sondern nach Menschen, einfach nur nach Menschen betrachtet wird. Wie weit sind wir da entfernt? Ja, also das mit Jesus, also da wäre ich sehr vorsichtig. Ne? Also ich maße mir oft nicht an zu sagen, was er wollte. Aber es gibt bestimmte Sachen, wo man relativ klar sagen kann, was er nicht wollte. Es gibt eben keine Möglichkeit, historisch das gewordene Priestertum, so wie wir es kennen, in dieser Aufspaltung eben von Diakon, Priester und Bischof im Neuen Testament zu verorten. Also das gibt es einfach nicht. Es gibt auch keine Verbindung im Neuen Testament von Sakramentenspendung und Amt. Gibt es auch nicht. Das heißt also, die wesentlichen Grundannahmen über das, was Jesus da gewollt haben soll, sind schon mal grundfalsch. Es ist natürlich klar, wir Exegeten und Exegetinnen, wir können niemals ein Priestertum der Frau aus dem Neuen Testament ableiten. Nie. Warum nicht? Weil wir auch das Priestertum des Mannes nicht aus dem Neuen Testament ableiten können. Wir können das Priestertum als etwas anerkennen, was aus dem Grundsakrament Kirche sich entwickelt hat. Ja? Aber das existierende Weihesystem aus dem Neuen Testament ableiten zu wollen, ist, gelinde gesagt, Quatsch. Ja? Und damit erledigt sich auch die Frage, ob jetzt die 12 Apostel 12 Männer waren oder nicht und ob es daneben noch andere gab. Viel erhellender ist in dem Zusammenhang, wenn es um Kirchenstruktur ist, das, was die apostolische Generation macht, also Paulus und seine Mitstreiterinnen. Und da sehen wir eine Praxis, die eben keinerlei Rücksicht auf das Geschlecht nimmt und die das kann, weil sie auf einer religiösen Ebene agiert, wo alle Personen, die getauft sind, eben als Söhne Gottes definiert werden. Also diese alte Formulierung, in persona Christi zu agieren, ja, dass man sagt, also ein Mensch muss einen Penis haben, damit er in persona Christi am Altar agiert. Wobei, wie wir wissen, der Penis bei der Messe normal keine Rolle spielen sollte. Ja, aber er muss ihn haben. Das ist die Argumentation. Und sonst kann man nicht in persona Christi sprechen. Ja, da würde sich Paulus im Grabe umdrehen, weil er sagt, ja, dann heißt es ja, dass ihr die Taufgnade leugnet. Wenn alle Getauften Christus angezogen haben und wenn alle Getauften und Glaubenden in Christus sind, dann leben und handeln sie in persona Christi. Punkt. Ja? Ich weiß natürlich, wo diese Argumentation hin will, aber ich akzeptiere nicht, wo sie herkommt. Das ist ein Problem, das also hier eine Differenzierung zwischen Taufgnade und Amtsgnade macht, die dann letztlich dazu führt, dass die Amtsgnade überhaupt nicht mehr begründbar wird, theologisch. Ja, deswegen müssen dann solche historischen Konstruktionen her, dass man dann sagt, ja, Jesus hat es ja so gewollt. Ja? Ja.
Ja, also weil Sie können ein historisch gewachsenes Amt nur aus dem Grundsakrament, würde Rahner sagen, ableiten. Das Grundsakrament ist die Kirche und die Kirche schafft sich ihre Ämter so, wie sie sie in der jeweiligen Zeit braucht. Und insofern sind sie auch nach dem Willen Gottes dann so konstruiert. Aber wenn ein Amt eben nicht mehr hilfreich ist, sondern toxisch wird, und an dem Punkt sind wir, ja, dann kann ich eben nicht sagen, das ist eine notwendige Folgerung aus dem Willen Jesu, das ist göttliches Gesetz, das ist göttliche Offenbarung. Nein, das ist Quatsch, sondern das ist gewachsen und es muss aus der Taufgnade abgeleitet werden, sonst ist es nicht begründbar. Ja, und diese ganzen historischen Konstruktionen, die sind ja beliebig. Ja, also ich meine, da könnte ich auch draus schließen, dass man das mal gemacht hat, dass er sagt, na ja gut, dann könnte man auch draus schließen, dass alle Bischöfe also beerdig sein müssen und Fischer aus Galiläa und beschnitten, ja, und verheiratet. Also ja, also die Frage, wo man dann die Ähnlichkeit, die relevant ist, dann auch ableitet. Ja, das ist ja bei jedem historischen Faktum so. Ja, also wenn jetzt ein Herrscher auftritt und sagt, ich bin der zweite Putin, heißt es dann, dass er genauso kurz sein muss wie Putin oder genauso verrückt oder hat er ein gleiches politisches Programm? Also die Anknüpfung an der historischen Wirklichkeit, die ist ja nochmal selektiv. Und das macht man sich dann da nicht klar. Und deswegen darf man solchen einfachen Argumenten auch nicht auf den Leim gehen, denn sie sind nur pseudoplausibel. ASG Bildungsforum